Oder Helene Fischer. Helene, kannst du kurz kommen, das Outro filmen? Wie, du bist so atemlos? Ich kam noch so braun raus. Was? Ja, Kacke am Arm. It's time to get drunk. Oh, wasted. Warum heulst du? Oh, egal. Hello, everyone, and welcome back to my room. Okay, then. So this video is going to be in German again because I'm with my lovely roommate. Vincent. Sell yourself. No, everybody knows you already. Vincent. Woo! Okay, so turn on subtitles now. Here. Es ist heiß. Es ist wirklich so unglaublich warm hier drin. Wir drehen das in einer Zeit, wo wirklich gerade tropische Temperaturen herrschen in Deutschland. Es sind, glaube ich, 35 Grad. Meine Lichter knallen uns so in die Fresse. Die Sonne scheint rein. Wir haben schon ein Video hier vorgedreht. Es ist einfach nur... We love it. We love to entertain you. De, de, de. Das war irgendwie falsch. Nein, das war der Prosim-Ton. Also heute haben wir was ganz Besonderes vor, und zwar Drugs nehmen. Okay. Okay, heute nehmen wir aber tatsächlich etwas zu uns, und zwar die Miraberry Miracle Fruit Tablets. Das sind keine Drogen, es ist komplett natürlich. Lasst euch das gesagt sein. Also das möchte ich jetzt eigentlich keine Werbung für machen, weil es soll keine Werbung sein, es ist nicht sponsored oder so. Wir sind einfach nur dumm. Das sind nämlich Tabletten, die man lutscht, und dann verändert das die... Geschmacksknospen. Das verändert die, und dann schmeckt alles irgendwie anders. Die habe ich mir bestellt und habe Vincent gefragt, ob er das mit mir probieren will. Let's open her up, let's get right into it. Party, party, party. Wie diese Leute, so weißt du, diese Sprecher rummeln und so. Jetzt geht die Party, 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 Party ab. Also don't worry, die sind halt komplett ungefährlich, und nach irgendwie 30, 35 Minuten hört dann die Wirkung auch wieder auf. Hoffen wir es mal, wir haben es halt noch nie ausprobiert. Ich kriege das echt nicht auf, diese Scheiße hier. Die ist voll groß. ASMR. Okay, so, also. Place one Miraberry on your tongue, dissolve it slowly and ensure that the tablet comes into contact with as many taste buds as possible. Es steht da drauf, dass man das einfach nur auf der Zunge zergehen lassen soll, und man soll halt sicher gehen, dass das mit so vielen Geschmacksknospen wie möglich in Berührung kommt. Easy! We should do it together, wie bei Hunger Games. Oh ja, yeah. Let's end the Hunger Games. Cheers. Wow, this is gonna take a long time to dissolve. I feel like this is not gonna work. Zum Glück haben wir noch 8 weitere. Was mache ich mit dem Rest? Verlosung! Giveaway! You're a beauty guru. Bäh. Bäh. Okay, Leute, wir haben jetzt diese Palette, wir haben jetzt diese Tablette gelutscht. Der Drops ist gelutscht, würde ich sagen. Es fühlt sich alles normal an, es hat nicht wehgetan, gar nichts. Es war noch nicht so lecker, muss ich sagen. Hat so 10 Minuten gedauert, bis wir es aufgelutscht haben. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal ein paar Lebensmittel und gucken, ob es auch anders schmeckt. Yes, I'm ready. Was? Wollen wir anfangen mit dem Vollkorntoast? Vollkornbrot? Es heißt auf jeden Fall, dass das jetzt nach Kuchen schmecken soll. Also, you wanna have some bread? Kuchen. Cheers. That's bread. Ja, das geht so, ne? Schmeckt wie süßes Brot. Scheiß auf Kuchen. Wollen wir eine Zitrone jetzt probieren? Cheers again. Oh! This is the best thing I've ever eaten in my life. Geh heile. Warum heulst du? Why are you crying? Alles gut bei dir? Brauchst du Taschentuch? Ja, gib mir mal. Ja. Schmeckt nach Heubrause irgendwie. Ja! Egal. Wie funktioniert das? I don't know, this is crazy. That was amazing. Time for dinner. Nope, still tastes like bread. Next one. Okay, so we got... Also jetzt haben wir hier Salt and Vinegar Chips. Und ja, das soll auf jeden Fall auch ein bisschen crazy schmecken. Ich liebe die ja so, ne? Vincent hasst die. Cheers, okay. Was ist das? Ich weiß nicht mal, was ich da gerade esse. Ich auch nicht. Sind das Orangenchips? Also.
You love them. Mhm. Okay, next. Soll ich jonglieren? Wow. Ich hasse Kiwis wirklich so sehr, bye. Ciao. Bis jetzt hat ja alles Saure eher süß geschmeckt. Das heißt, wenn wir jetzt eine süße Kiwi essen, sterben wir wahrscheinlich. Das ist halt die einzige logische Reaktion darauf. Oh, ich krieg schon... Boah, wenn ich das nur rieche. Oh. Cheers. Schmeckt nach einer alten Kiwi. It's not that bad, actually. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es ist, weil ich vielleicht gar nicht mehr Kiwi so doll hasse. Ja, wahrscheinlich hast du auch ewig keine Kiwi mehr gegessen. Ja, eben. Ja, aber mag ich die jetzt nur wegen der Tabletten? Jetzt probieren wir Camembert. Boah, ich liebe Camembert. Géramont, Géramont. Mögt ihr Camembert? Write it down in the comments. Cheers. What the fuck? Was ist das eigentlich? Na, vielleicht schmeckt ja jetzt das Brot nach was. Schmeckt halt original nach Camembert. I'm ready for more. The pee. Ich bin in Camembert getreten. Ja, das ist okay, so Füße. Should we try mustard now? Wir haben den guten alten Bautzen auf Senf. Senf? Wir Deutschen essen nur Senf. Oh ja. Mustard is alive. Okay. Auf die Plätze, werde los. It's burning in my throat. Was ist hier Mustard? Irgendwie ist das geil. Also der Senf war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Wollen wir einfach Himbeeren mal essen? Let's do it. Also eigentlich soll man Erdbeeren essen, aber da gab es irgendwie keine bei Edeka. Ich liebe Himbeeren so. Wie krass süß die ist. Tut richtig weh. Oh, Alter. Es hat geschmeckt wie Himbeeren mit in Zucker. Zucker. Ja, naja. Ess lieber noch ein bisschen von innen. Dipp mal so eine Himbeere da rein. She's digging it. Ja, Senf, Alter. Bitch, fuck me up! Was haben wir hier noch so? Ananas. Love some ananas. Wir haben jetzt hier Pineapple. Oh. Nein. Cheers. That is the sweetest thing I've ever eaten. I have diabetes now. Yeah. Let's try Zartbitterschokolade. Also da heißt es halt eigentlich nur... Okay, dann ist es. Also, bei Zartbitter... Wir essen... Also wir essen jetzt. Also wir essen jetzt Zartbitterschokolade und da heißt es eigentlich nur, dass es wirklich exakt gleich wie Vollmilchschokolade schmeckt wohl. Also Zartbitter ist eigentlich ganz geil. Ich liebe Zartbitterschokolade, aber andere mögen das vielleicht nicht so. Es schmeckt null nach Vollmilchschokolade. Also schmeckt geil, aber es ist halt keine Vollmilchschokolade. Nee. Das ist ein Gerücht. Mythbusters deckt auf. Hier ist lieber noch ein bisschen Senf. It's time to get drunk. Oh, wasted. Wir haben noch zwei Sachen und zwar diese wunderschönen kleinen Salamis. Und noch was anderes, aber das sag ich dann danach. Voll angekündigt. Boah, Vincent hat wieder halt abgeknallert, Alter. Aua. Oh. Bin schon geschmolzen. Ja, was hast du dir dabei gedacht? Er schmeckt wie Mikado. Voll verrückt. So wie so ein Hund, der am Knochen rumkaut. Noch ein bisschen Senf essen! Okay, das letzte, was wir jetzt probieren, ist rotes altes Harry. Das kennt vielleicht viele von euch nicht, das ist das gute alte Hannoveraner Bier. Was ich quasi jeden Tag trinke, weil ich so liebe. Bratwurst, Sauerkraut. Also wir sind 21, das heißt, wir dürfen Bier trinken. Ab 16 hier in Deutschland darfst du Bier trinken, aber bitte nicht, wenn ihr darunter seid. Also dann, bye! Well, bye Kohlensäure. Okay, you wanna try first, or? Yes. Gib's dir ganz schnell. Okay. Nimmst du einen großen Schluck? Ja. Wie trinkt man Bier überhaupt? This is fucking beer. Sollte das nicht irgendwie nach voll, nach Kakao oder so schmecken? Du musst es trinken, das ist Premium-Pilsner. Na gut. Je, du gehst aber rein, du. Ja, hast du dich gerade gesehen? Nein. Du? Ja. Das war echt enttäuschend, das Bier. Lass uns noch mal ein bisschen Zitrone essen. Oh, scheiße, jetzt habe ich Lipgloss damit. Nur enttäuschend. Sag, wenn man den Senf gibt. Yum, yum, yum. Vielleicht muss man ein bisschen Zitrone drauf machen. Nee, Zitrone und Senf. Okay. Also entweder ich bin jetzt einfach nur gestört, aber irgendwie ist das echt geil. Fucking delicious, man. Give me more. Marvin is quaking, ey. Aber vielleicht liebt er es.
Das musst du mit ihm ausprobieren. Mhm. 5 Sterne. 5. Otto, du hast mich voll gekleckert mit Simone. Herr Zitrone. Hallo, Simone. Oh, kurze Meditationspause. Kumbaya, mein Lord, komm. Jetzt machen wir wirklich Meditation. Ariana Grande was just here. Did you see her? Nein. I'm going crazy. So Leute, wir haben jetzt gerade uns richtig voll gegessen mit diesem ganzen Zeug, hauptsächlich mit Senfbrot und Zitrone. Hauptsächlich du. Ja, also es war eine interessante Erfahrung. Es war nicht so, wie ich es erwartet hätte. Was fandest du jetzt am leckersten? Ich bin Fan der Zitrone. Ja, die war schon richtig geil, aber ich bin Fan des Senfes, yeah, muss ich sagen. Hm? Don't forget to follow me on Instagram, which is Naomi John on Instagram. Naomi John Snap on Snapchat. And the Naomi John on Twitter. Don't forget to follow him. His name is Vincento on Instagram. Thank you guys so much for watching, and we will see you in my next video. Bye.